Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Minecraft. Wir sind gerade hier Äpfel am Farmen und sehr wahrscheinlich werden wir diese Episode kämpfen. In 5 Minuten werden alle Spieler an die Oberfläche müssen. Und by then, wenn die alle oben sind, wird die Folge zu Ende sein. Und das kann sein, dass wir dann nicht mehr leben. Schade, ist aber so. Uff. Oh nein. Zu spät wieder gejoint? Border? Sehr wahrscheinlich, oder? Oh, das wäre echt schade. Oder halbes Herz gehabt und Gravel. Beides ist schade. Oder beides ist doof. Von beiden kann man lernen, ja? Wichtig ist immer, falls ihr sterben solltet, lernt aus euren Fehlern. Ja? Überlegt, was habt ihr falsch gemacht? Und dann macht's nächstes Mal besser. Ja? Lernen. It's a continuous cycle. So. Dann einmal zack. Noch ein Goldapfel, yes. Und wenn wir jetzt noch einen Apfel finden, hoffentlich demnächst. Meine Hand schwitzt gerade derbe, es wird so schwer sein zu kämpfen. Uff. Weil ich natürlich auch ein bisschen aufgeregt bin. Ich möchte natürlich jetzt auch eine gute Show liefern. Die Show wird mega schlecht, Leute, ich sag's euch. Ich werde richtig dumm sterben. Ich sehe es. Wie alle anderen Seasons auch. Durch irgendeinen Fehler von mir. Nicht, dass sich das hier einer snackt. So. Ein bisschen EP noch. Noch ein Apfel irgendwo. Das Coole bei Einzelspieler-Season ist, man kann die Schuld komplett auf sich werfen, wenn man verkackt. Weil es sonst keinen anderen Spieler gab. Das ist auch immer super. Keine Ausreden heute, Leute. Uff, GG. Ich schreibe sofort. Kämpfen alle anderen oder warum schreibt keiner GG? Ey, fangt nicht ohne mich an, Leute. Doch, fangt alle an und dann staube ich den letzten Kill ab. Da, nächster Apfel. Ich schmeiße weg. 4 Redstone. Ich tausche 4 Redstone gegen einen Apfel. Boah, wie viele Leute würden das eintauschen, glaube ich. Bei allen Minecraft Seasons. Das wäre, glaube ich, kein besserer Deal. Es gäbe keinen besseren. Uff! Der Teammate von Bobana ist down. Das heißt, Bobana wird jetzt auch mitkämpfen, oder? Oh, ich weiß es nicht. Bobana. Bobana, Bobana, Bobana. Was machen sie denn wieder mal? Oder Bobana läuft weg oder sowas. Keine Ahnung. Bobana will kämpfen. Das ist schön. Schaffst du Bobana? Eh nicht. So. Das ist auch schon mal gut. Das aufzuladen. Kein Apfel, oder? Ich meine, ich habe schon viele Äpfel. Ah, RIP Bobana. Er war doch noch so jung. So jung. So jung. So. Komm, einen Apfel will ich noch, oder? Ja, nee, Moment, es bringt gar nicht mehr, wenn ich Äpfel habe. Okay. Jetzt will ich kämpfen, komm. Zeig's mir. So, ich gehe jetzt erstmal auf eine gute Position, ja? Wo ich guten Überblick über alles habe. Das ist mir gerade wichtig. Also hier habe ich auf jeden Fall einen guten Überblick. Hm. Ich sehe so noobig aus, ohne Diamond Chest Plate. Aber das kriegen wir hin, Leute. Das kriegen wir hin. Vertraut mir. Mach das nicht. So. Vielleicht können wir hier nochmal ein bisschen schmelzen. Nur ein bisschen, ne? Ein bisschen schmelzen. Zack, 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 zack. Was? Okay. Okay, ich enchante jetzt erstmal irgendwas. Sowas zum Beispiel. Nein. Sowas. Vielleicht mache ich mir auch mal hier noch besseres Equip. Apropos besseres Equip, ich kann auch mal sowas noch liefern, ne? Protection.
Sharpness, okay. Kurz ausziehen. Okay, immer noch Sharpness. Gib mir nochmal ein Level, bitte. Danke. Und dann mache ich mir jetzt meinetwegen noch eine bessere Schaufel kurz. Achso, geht gar nicht. Achso, ich brauche 2 Level dafür. Uff. Okay. Daneben nicht. So, was ich mal wieder machen kann, ist eine Frage beantworten, oder? Instafee möchte wissen, mit welchem Obstgemüse kann ich mich am besten identifizieren? Uff. Obst hat halt, muss halt überlegen, welches Obst welche Eigenschaft hat, ne? Also zum Beispiel, was ist chilliger? So eine Avocado oder eher so eine Erdnuss? Obwohl, Erdnuss ist nicht mal ein Obst, lul. Wassermelone. Pff, uff. Dafür bin ich nicht träge genug für eine Wassermelone. Ananas. Gehört mir nur auf eine Pizza. Nein, Spaß. Gib mir mein Flammenschwert, mein Flammenschwert. Oh Mann, kein Flammenschwert, es wird zu schwer. Es wird zu schwer, Leute. Okay, wir werden nicht drum rumkommen, lass uns mal loslegen. Lieber jetzt und dann nochmal ein bisschen Zeit, was zum Brauen. Und vielleicht finden wir noch ein paar Chicks. Das wäre auch noch gut. Für ein paar mehr Pfeile. Ich meine, so viele haben wir ja jetzt nicht. Aber ich wollte eigentlich noch ein bisschen Lava mitnehmen. Haben wir vielleicht irgendwo einen Lavasee? Nee. Ah, ich denke, ich bin gut vorbereitet. So. Welches Buch hast du das letzte gelesen, Leute? Ich lese keine Bücher. Das letzte Buch, was ich fertig gelesen habe, war bestimmt irgendein komisches Geschichtsbuch. Hier, Bismarck zu Hitler oder sowas. Actually, no joke. Was ich komplett gelesen habe. Aber ich lese keine Bücher. Ich mag keine Bücher lesen. Ich bin da der absolute Anti-Typ. Statt Essen kann ich auch mal meine Goldäpfel nehmen. Also, ja. Ich lese keine Bücher. So, da vorne ist ein Pillager-Outpost. So, hat denn schon irgendwer irgendwas gebaut? Ja, hier. Das Jump'n'Run steht immer noch. Hm. Bin ich mal gespannt. Und schmeiß jetzt 3 Items aus dem Inventar. Das ist immer bei dir komplett überfüllt. Ja, hatte ich eben gerade schon gemacht. Ich habe tatsächlich, als ich das gelesen habe, dachte ich, ja, okay, dann mache ich das mal häufiger. Weil das schon echt sehr häufig mir im Weg war, dass ich halt so ein volles Inventar hatte. Aber das ist jetzt nicht mehr der Fall, ne? Hab schön aufgeräumt. Zumindest jetzt für den Kampf, ne? Ich mache jetzt das Jump'n'Run. Pock. Ich habe noch versucht, so viel wie es geht abzubauen. Aber es sollte nicht so sein. Sollte nicht so sein. Ich weiß, irgendwo ist ein Schwarzeichen-Biom, aber... Oh, man kann ja mal im Village gucken. Da ist bestimmt keiner drin. Oder bestimmt kein Raid drin. Also keiner war bisher bestimmt da drin. Oder? Und ich gucke nach Spielernamen ein bisschen. Uff, da vorne ist ein Raid, oder? Folgen die irgendwem? Oder was machen die Boys? Oh ja, die gehen da rein. Da ist eine Schmiede, aber nee, lohnt sich nicht. Die Gefahr lohnt sich definitiv nicht. Uff. Alter, ich bin am Schwitzen auf meiner Hand, ey. Oh, ich hoffe, das wird gleich im Kampf nicht irgendwie mich beeinflussen oder den Kampf irgendwie in die falsche Richtung wenden. Wir schauen einfach mal. Hm. Da ist das Teil vom Anfang zum Bauen. Okay, GG. Ah, lol, Chicks. Chicks ist OP. In 10 Minuten müssen alle Spieler über Höhe 10, Höhe 32 sein. Das brauche ich. Gibt mir die Federn. Gibt mir die Federn.
Danke. So, zack. Zack. Jetzt schon mal Federn craften ein bisschen, ja. Also Pfeile. Und jetzt fangen wir an, weiter Pfeile zu machen. Immer mal die Richtung wechseln, wenn man abbaut. Weil nicht, dass einer irgendwie angelaufen kommt und versucht es dann wegzusnacken, wie wir gleich die Gegner wegsnacken werden. So, 51 Pfeile, ja. Das sollte auf jeden Fall schon mal genügen für eine Zeit. Also für einen Kampf. Mindestens. Wenn die Gegner keine Speed Potions haben, dann sollte das auf jeden Fall gut sein. Versuchen wir Zeit mal weiter Chicks zu finden. Okay. Da ist ein Esel. Hallo? Da ist sein Name. Dann gehen wir doch mal hin, oder? Und da sind auch Chicken. Ich möchte die Chicken eigentlich töten. Ich glaube. Gib mir das. Gib mir das Flammenschwert, Alter. Gib mir's. Gib mir das Flammenschwert, los. GG. Okay, 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 okay. Oh, ich kann Tränke brauen. Uff. Und ich habe das Feuerschwert. Uff. Das ist es, Leute. Das ist der Run. Okay, ich habe noch Federn. Ich will das Dings haben. Einerseits noch die Spitzhacke vielleicht. Ja, ist besser als meine. Und dann wollte ich irgendwas wieder haben. Ich wollte den Sand wieder haben. Okay. Einmal hier in den Wald und anfangen, Tränke zu brauen. Komm schon, das wird genügen. Hier einfach hin. Zack. Zack, 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 zack. Öfen hinstellen. Noah, du schaffst das auch jedes Mal, ne? So, einmal. Dann kann das meinetwegen noch hier rein. Einmal. Kann meinetwegen das hier rein. Und das hier. Wehe, einer kommt jetzt hier an. Das brauche ich erstmal nicht. Komm, ich brauche mehr Glas. Will ich Produktion verdoppeln? Ja, komm. Möchte ich. Bitte keine Spieler, bitte keine Spieler. Nice. Okay, okay, okay. Das ist es. Das kann jetzt echt der Run sein. Das war richtig gut. Alter, scharf. Willst du mich eigentlich flachsen? So, in 5 Minuten. Okay, keiner wird in der Zeit nach oben kommen.
Oxidaisy, was will ich damit, Alter? Ich hab schon das OP'ste Zeugs. 1, 2, 3. Ach, mehr brauche ich eh nicht. Komm. Okay. Das ist gut. Okay, das brauche ich alles gar nicht mehr. So, Speed habe ich. Acquired. No Effect. Ich mache mir jetzt nochmal eine Strength Potion. Soweit sehe ich sonst hier keinen mehr. Das ist gut. Alter, wie viel Damage habe ich dem gemacht? Das war ja unglaublich. Okay, und ich habe meine Speed Potions. Und meine Strength nochmal. Noch mehr Strength Potions, das ist gut. So, ich schmeiß mal Zeugs mit, was ich erstmal nicht mehr brauche. So viel Level brauche ich eigentlich auch erstmal nicht mehr. Uff! Frozen Noah hat den nächsten. So. Und zack. So, die Strength Potion. Alter, schreck mich nicht so. Das brauche ich alles nicht. Meinetwegen noch die AP, meinetwegen. So. So, die Speed Potions nehme ich auf jeden Fall gleich. Das haue ich mir schon mal in die Hotbar. Und die Strength Potions. Immer gleich zuerst den Speed nehmen, damit ich Abstand bekomme, falls ich ihn brauche. Okay. Vielleicht will ich noch mal kurz ein paar Bäume fällen. Moment, wie blöd bin ich eigentlich? Frage beantwortet, oder? Wozu bekommt man denn EP? Damit man sowas machen kann. Und noch meine Speed Potion in die Hotbar. So. Jetzt einfach nur noch ein paar Goldäpfel farmen. Aber es leben echt noch viele. Wer lebt denn noch so, den ich kenne? Oh, ne? Oh, da kämpfen noch einige wohl. Aber ich habe mein Ziel sowieso schon erreicht, ne? Mindestens ein Kill jede Season. KD von 1. Aber ich glaube, ich habe es mit der einen Season sowieso schon komplett übertrieben. Wo ich da einen nach dem anderen gesnickt habe. Da habe ich für die nächsten Seasons schon vorgesorgt, ja. Okay, die Zombies, also die Mobs werden langsam unten ein paar viele. Ja, ich möchte weiter bedeckt halten. Ich möchte noch ein paar Äpfel farmen, ja. In einer Minute müssen alle Spiele über 32 sein, ja. Und das sind wir auch, ja, deutlich. Langsam müssen sie hochkommen. Wer auch immer das ist, du gefällst mir nicht. Oh, es ist Old Shuriken. Oh nein. Okay, wir regeln das ganz einfach. Ihr trefft nicht. Wie wär's damit? Balui, Balui.
Trifft mich nicht, bitte. Das war einer der größten Fehler, die ich je gemacht habe. Er bleibt einfach stehen zu rennen. GG. Ah. Oh, und sie sind voll HP. Uff. GG. Warum laufen wir die über den Weg? Ich schaue noch ein bisschen, bis die Episode vorbei ist. Und dann gucken wir mal, ne? Oh, die können das echt reißen. Moment, wo ist eigentlich hier der andere Favorit? Hier, da gibt's auch noch so einen. Wie heißt er? Da, der hier. Oh mein Gott. Wenn der die anderen trifft, und das ist, glaube ich, direkt hier vorne irgendwo, dann wird das der Entscheidungskampf sein. Uff, und der trifft jetzt auf die. Das ist der Entscheidungskampf. Nee, das ist nicht der Entscheidungskampf. Das ist nicht der Entscheidungskampf. Die werden jetzt kurz von Frozen Noah weggesnackt. Das wird jetzt passieren. Ja, ihr macht die jetzt kurz fertig. Uff. Ja, wie viel kriegen die? 1,5 Herzen pro Schuss. Wollen die nicht auch mal irgendwas machen? Er checkt es nicht. Er checkt es nicht. Uff. Und wenn jetzt... Gucken, ob der kommt. Uff. Oh, er hat ihn fertig gemacht. Frozen Noah stirbt. Nein, er hat kein Damage bekommen. Lol. Oh, Tani kämpft. Uff, 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 uff. Uff. Okay, gerade wurde einfach heftig gekämpft. Von allen Seiten. Eierkombo ist down. Gibt es noch ein Teammate von Eierkombo? Nein. Sind jetzt immer nur noch eine Spalte der Spieler. So, hier wird krass gekämpft, aber die Pillager werden nicht euer Problem. Entscheidet euch. Lieber gegen die Pillager. Uff. Pillager können die eigentlich... Wir können die Pillager nutzen, um gegen Noah zu kämpfen. Warum nutzt die es nicht? Oh, du craftet jetzt erstmal in Ruhe. Bin ich mal gespannt. Ja, der wird jetzt hunten. Bis auf den letzten Spieler. Das wäre beinahe ein richtig guter Schuss gewesen. Uff. Oh. Oh. Der nächste ist down. Stimmt, es lebt ja noch Summon und Masterion. Das ist die andere Truppe, die das Ding noch reißen kann. Ganz vergessen. Aber wir haben drei Teams, die das ganze Ding noch reißen können. Das ist interessant. Ich habe mich ganz vergessen. Ja, ich ausgeschaltet. Oh, wir sind angekommen. Bei dem wohl krassesten Kampf, der vielleicht das ganze Game sogar entscheidet. Wir haben ihn gesehen. Lol. Schießt einfach in der Hoffnung darauf, ihn zu treffen. Ja, er muss jetzt echt auf Abstand gehen. Das wird jetzt krass. Vielleicht kommen noch Masterion und Summon mit dazu. Das wäre nochmal beeindruckend. So. Beide haben Piercing. Oh, Balui mit der Spitzhacke. Er hat die Strats. Oh nein, Noah, er hat das Flammenschwert. Oh, er nimmt einfach null Damage, Frozen Noah. Ultrink nimmt richtig Damage. Uff, das ist richtig knapp. Uff. Baloui geht langsam ein bisschen HP weg. Komm schon.
Bogen? Achso, für schnelle Angriffe vermutlich. Ja, muss dann. Oh nein! Noah, das schaffst du, ja. Oh! Im Wasser hat er eine bessere Chance, glaube ich. Nein, er ist rausgegangen. Uff. Komm schon. Boah, das ist echt gerade. Uff. Hey, der ist ein Apfel. Ja, okay, die gehen außen rum. Ui. Oh, nice gemacht. Und jetzt kann er noch gut weglaufen. Macht ein Bogen mehr Damage, oder? Valor hat den Apfel hingeworfen. Oh, will ich jetzt für den Kill gehen? Oh, oh, Balui ist gleich down. Oh, oh, oh mein Gott. Das war richtig close. Hätte er Balui oder Old Shrieken irgendwie bei dem einen zwei Hits weniger, bei dem anderen zwei Hits mehr, dann hätte es geschafft. Sam ist schon auf Erkundungstour und sollte sie jetzt gesehen haben. Wenn die jetzt, oder? Haben sie? Haben sie gesehen? Ja, jetzt auf jeden Fall. Das heißt, das ist der Entscheidungskampf. Oh, wie sie am Schlürfen sind und am Essen. Oh, es ist ein Kampf. Hier war alles entscheidet. Oh, Old Shrieken geht drauf. Uff, durch Samme durch. Old Shrieken stirbt, was? Oh! Oh! Uff! Unerwartet GG. Uff! Nicht schlecht. Das haben wir ja krass jetzt gemacht. Das war jetzt unerwartet. Das war jetzt echt eine Wendung. Oh mein Gott. Wer hätte das gedacht? Dann haben wir diesmal wieder andere, die gewonnen haben. Das finde ich gut, ja. Summon, herzlichen Glückwunsch mal zu deinem ersten Sieg. Oh, jetzt gibt es nicht mehr viele, ne? Und ich denke, ja. Ich denke, an dieser Stelle machen wir Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne eine positive Bewertung da. Und wenn ihr selber mitmachen wollt bei Minecraft, ja, habt gesehen, wie es geht. Einsatzspieler, ich habe einen Spieler gekillt, ja. Wie man sich gut ausrüstet und so weiter. ihr könnt auch gerne selber mitmachen, ja, das ist, was ich sagen möchte. Link in der Beschreibung. Wie immer, ganz herzlichen Dank an Patrick und Fabian fürs Hosten des Servers. An euch fürs Mitspielen. Alle, die auf der Liste sind und die vorher da waren, ja. Und alle, ne. Macht gerne bei Minecraft mit. Wir sind in der nächsten Season. Ich wundere, wenn bei mir jetzt erstmal nichts kommt bezüglich Minecraft, weil ich andere Projekte hochlade. Aber ich nehme die auch auf und die Seasons werden auch nachträglich hochgeladen. In diesem Sinne bedanke ich mich herzlich fürs Zusehen, wünsche einen auch wunderschönen Tag und sage tschö, bis dann und man sieht sich.